Hey, ja, meine Lieben, heute machen wir einen mit Bacon und Knoblauch. Genau, gespickten Kalbsbraten im Römertopf. Richtig. Und was heißt der Römertopf? Es gibt schön lecker Gemüse mit dem Römertopf rein. Hinterher wird uns Manu eine leckere Soße zaubern daraus, aus der Brühe, was sich da drin entsteht. Ja. Und der Einfachkeit halber haben wir wieder an Dürdelteig gekauft. Und den verwandeln wir aber in Speckknödel. Richtig. Ja, und das Ganze drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke. So, meine Lieben, was ich vorher vergessen habe, ich habe noch ein Pak Choi eingekauft. Der wird wahrscheinlich in der Pfanne dann auch mit ein bisschen angeschmort mit Bacon. Da haben wir hier jede Menge und das reichlich. Richtig. Also wir können richtig gut mit Bacon heute arbeiten. Dann haben wir hier ein paar Zwiebelchen. Hier haben wir eben diesen rohen Kloßteig. Den werden wir zu Speckknödeln umbauen. Ein Brokkoli, Möhrchen kommen mit rein. Und leckere, frische Champignons. Haben wir noch mehr Knoblauch? Nein. Das ist alles? Das ist alles. Ich habe doch gesagt, wir brauchen viel Knoblauch. Tja, da müssen wir mit dem bisschen Knoblauch auskommen. Und hier der Stargast. Habe ich beim türkischen Metzger geholt. Ist wie viel? 1,674. Kalbsbraten von der Kalbskugel. Muss ein großes Kalb gewesen sein, weil dieses Stück war ursprünglich ja wesentlich viel größer. Aber da geht es nachher dann gleich weiter, wenn wir das Gemüse soweit klein gearbeitet haben. Beziehungsweise Manu, ich bin ja in dem Falle ehrlich. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Das Ganze, wie gesagt, kommt im Römertopf und ja, Möhrchen schälen, nur halbieren, Brokkoli ein bisschen kleiner machen, Zwiebeln und Pilze und dann geht es auch schon mit dem Braten weiter. So, Dalle, alles soweit klein. Also ich befürchte, das wird man nicht einmal alles in den Römertopf reinkriegen, aber das sehen wir nachher. Erst einmal auf die Seite stellen. Weil ich brauche jetzt erst einmal bloß dann den Knoblauch und den Bacon. Dann nehmen wir den hier, der ist etwas länger, größer. Und dann holen wir unser Fleisch. Weg da. Oderle. Das ist schon ein ziemlicher Oschi hier. Eigentlich haben wir ja gedacht, wir kriegen noch Besuch. Aber leider hat er abgesagt. Tja, dann werden wir uns halt alleine diesen riesen Prachtstück hier widmen und ich werde jetzt erstmal versuchen hier diese Hautdings da wegzukriegen. Oh Mann, ich sagte ja, ich bin kein Metzger. Soll ich es machen, mein Schatz? Ne, das werde ich schon hinkriegen. So. Ja, aber ohne Cam. So, Lale. Ein bisschen, wie gesagt, zurecht pariert und ich denke, so werden wir das Stück in Römertopf reindonnern und so wird es dann auch liegen bleiben
Und ja, das Messer war ziemlich stumpf, deswegen hat das alles nicht ganz so funktioniert. Und ich steche jetzt immer Löcher rein und spick die Löcher mit Knoblauch und Bacon. Das ist halt jetzt wirklich ein Gefummel. Also ich führe es jetzt bloß einmal vor, das machen wir jetzt so ziemlich von allen Seiten. Schön verteilt. Und wenn wir das dann haben, dann werden wir das Fleisch noch würzen und dann geht schon alles in Römertopf. Also Leute, lasst mich das jetzt in Ruhe machen und nachher sehen wir uns wieder. So, das Stück ist jetzt überall gespickt. Ja, so von allen Seiten und kurz wieder Tand abspülen, weil ich nehme jetzt Gewürze in die Hand. Und jetzt tun wir das Ding einfach würzen, wie wir lustig sind. Ich hau da jetzt wirklich sehr viel Würze drauf, weil weil das Ganze ja gleichzeitig auch noch ein bisschen mit das Gemüse zusammenwürzt, mitwürzt. Also heute habe ich es wieder ein bisschen mit dem Sprechen, mit dem Gelaber. Also jede Menge und das reichlich. SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Das sind wir ja schon gewohnt. Kommt da überhaupt noch was raus? Jawohl. Rundum, auch wenn nachher Flüssigkeit reinkommt und die Gewürze unten halbwegs wieder abwäscht. Aber wie gesagt, das würzt dann das Gemüse gleich noch ein bisschen mit. So, da kann man noch ein bisschen. Oh, ich liebe Paprika. Oh, ja. So, dann nehmen wir dieses Mal ein gut Pfeffer. Wenn uns zwischenzeitlich was rausfällt, schopfen wir es einfach wieder rein. Ja, auch vom Pfeffer darf es heute etwas mehr sein. Wir wollen ja viel Geschmack da drin haben. Ups. So. Und zum Schluss, Leute, ich hau einfach noch ein klein bisschen Knoblauchgranulat drüber. Es soll heute eine richtige Knoblauchbombe mit werden, unter anderem. Ja. Jawohl. So haben wir gesagt, legen wir rein. Tja, und viel Gemüse, glaube ich, werden wir da gar nicht mehr reinbringen. Aber ich werde es mal probieren. Das sehen wir gleich, wenn ich hier ein bisschen sauber gemacht habe. Leute, ich befürchte wirklich, dass Spatzel noch restliches Gemüse extra kochen muss. Ihr macht doch nichts. Ja. Aber ein bisschen was möchte ich hier auf alle Fälle mit drin haben. Allein schon wechseln Geschmäckle. Weil aus dem Sud oder Soße, was hier drin entsteht, macht sie ja nachher
ja, unser leckeres Sößle. Wird eng, wird wirklich eng. Man könnte noch ein Brokkoli-Stückchen hinpassen. Ja, komm, das reicht. So. Und ja, wie gesagt, der Rest wird extra geköchelt. Wird ein leckeres Gemüse daraus entstehen. Jetzt haben wir hier unsere Brühe. Was hast du da jetzt alles drin? Gemüsefond und ein bisschen Bratensoße. Ein bisschen Bratensoße, genau so habe ich mir das gewünscht. Und das gießen wir jetzt hier an. Soderle. Und dann muss ich jetzt tatsächlich nachgucken, wie viel Grad ich immer so beim Römertopf hatte. Gewässerter Deckel, ab in den Ofen und ich sage euch nachher dann gleich, auf wie viel Grad ich das Ganze eingestellt habe. So, das Ganze ist jetzt in den Ofen gewandert bei Ober- und Unterhitze bei 200 Grad. Und ich denke, das bleibt jetzt für mindestens zweieinhalb Stunden geschlossen im Ofen. Also mindestens zweieinhalb Stunden. Da schauen wir auch nicht rein, gar nichts. Sagen wir es 14:30, 15 bis um 17 Uhr. Mhm. Ja, und wie es nachher dann weitergeht, das sehen wir dann. Leute, vergesst den Pak-Choi in diesem Video. Und vergesst die restlichen Pilze in diesem Video. Es gibt noch ein extra Video, wie wir es besprochen haben. Ja. Und ja, die restlichen Gemüsezutaten hat Manu schon klein geschnitten. Da geht es nachher weiter. Und ich sag's euch, nach knapp einer Stunde duftet es aus dem Backofen raus. Geil. Einfach ja. Nur geil. Also mittlerweile schiebe ich Hunger. Kannst ausmachen. So, meine Lieben, hier hat Manu ein paar Zwiebelchen und Bacon angebraten. Das wird einfach nur mit dem Knödelteig vermischt, verknetet, dann Knödel geformt und dann werden die ja, ins kochende Wasser und gekocht, dass wir halt fertig sind. Und ich hole jetzt das Braterl raus. Boah, man soll nicht vom Ofen stehen, wenn man die Tür aufmacht. So. Was sieht das gut aus? Das sieht ja mal richtig gut aus. Eine Gabel. Das ist alles weich. Also wenn die Möhren weich sind, ist das andere. Ja. Ja, schon fast matschig. Wir fischen jetzt erstmal den Braten raus. Das nächstbeste, was mir in die Hände fällt, wo ist denn meine Fleischgabel, meine gute? Am Fenster. Ich glaube, mit der macht es am meisten Sinn. Ja. Fertig. Eigentlich ist er schon fast fertig. Gut, dann füllen wir jetzt. Willst du das Gemüse noch abfischen? Ja. Erstmal so dazu. Und aus der Brühe macht Manu dann noch ein leckeres Süßchen. Süßchen. Richtig. Ich hab's heute echt. Macht doch nichts. Nein.
Gemüse ist es ja nicht, oder? Dann füllen wir das, die Soße, die Brühe in Töpfle ab und dann darf Manu weiter werkeln. Ich tue den Braten wieder in den Römertopf rein und dann kommt der noch offen, ja, auch noch ein paar Minuten im Backofen. Jo, genau, so machen wir das jetzt. Richtig. Bitte? Och, ist ja weich. So. Dann können wir jetzt das Braterl aufschneiden. Schauen wir mal nach dem passenden Messer. Ui. Also der ist ja mal sehr, sehr zart geworden. Ich glaube, ich schleife das Messer noch schnell auf ein neues. Schneiden wir es halt ein klein bisschen dicker. Und überall hier die Speck- und Knoblaucheinlagerungen. Soll ich gleich komplett schneiden, Spatzel? Ja, kannst du machen. So. So. Richtig. Ja. Und nein, also optisch würde ich sagen, ja, es sieht ein bisschen trocken aus, aber dafür gibt es ja gleich eine leckere Soße. Ich richte jetzt her auf den Teller oder richte an auf den Teller und dann sehen wir uns hier wieder. So, meine Lieben, hier jetzt das, ja, sag mal, leicht verkochte Gemüse, wo hier auch an die Soße den Geschmack abgegeben hat, aus dem Römertopf. Hier das Gemüse, wo Manu noch extra gemacht hat, was übrig war. Das sieht mal richtig gut aus. Speckknödel und das Fleisch. Und vom Fleisch schneide ich mir jetzt gleich ein Eckchen ab. Und damit starten wir unser Probiererle. Oh, richtig lecker. Und die Soße erst. Jetzt mal die Klöße, die aufgewerteten, probieren. Voll geil. Also das Gemüse aus dem Römertopf natürlich sehr weich und hat aber auch noch Geschmack. Und dann das Gemüse, was Manu noch extra gemacht hat. Mit einer leichten Einbrennsoße war das, gell? Ja, Mehlschwitze. Ja, oder Mehlschwitze. Auch hervorragend. Bisschen mit Brühe und ein bisschen Muskatnuss dazu. Dann. Mehr habe ich nicht reingemacht. Ah. Was machst du denn da? Komm doch mal von der Wand. Muss ich mich auf die aufstützen? Fazit. Leute, ich bin sowas von voll gefuttert heute. Wir beide, ja. Ja, es war wirklich richtig extrem lecker. Das Braterl mit dem Bacon und Knoblauch. Genau, drinnen. Hat richtig geil danach geschmeckt. Durch die Soße war es ja gar nicht mehr trocken, hat vollkommen gepasst. Das Gemüse dazu, so lecker. Die Speckknödel. Oh, war die auch gut? Ein Träumchen. Ja, war das auch.
Hast du eigentlich die Soße noch nachgewürzt? Nein. Gut. Mir ist nämlich eingefallen, ich habe den Braten sehr gut gewürzt. Was hast du denn in den Braten drauf gemacht? Oh, viele leckere Sachen. Ach so, deswegen. Ja, Leute, wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, Abo wird uns freuen. Und richtig. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir dann höchstwahrscheinlich den Pak Choi machen. Ja. Ciao, Ikowski. Tschüss. Oh, trag mich, trag mich.